Hallo und moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. So, heute habe ich mal wieder eine Dame nach langer Zeit eingeladen und die Dame erzählt uns so, doch so schöne Sachen. Und sie macht auch etwas nebenberuflich, etwas ganz Tolles. Und auch darüber spricht sie gleich mit mir. Und das ist eine schöne Angelegenheit und wird sie möglicherweise Ihnen oder wird Ihnen möglicherweise auch gut gefallen, was sie alles so macht. Sabine Neu. Sabine, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir kommen jetzt erstmal, leider haben wir immer das Thema Nummer eins, Corona. Du hast ja nun diese Haupttätigkeit und das Modeln, worauf wir ja auch noch kommen, machst du ja nebenbei. Kannst du jetzt mal darüber sprechen, inwieweit du jetzt gehandicapt warst durch Corona? Also ich war eigentlich nicht gehandicapt durch Corona. Es ist ja so, klar, das ist alles sehr eingebrochen, die ganze Branche natürlich auch. Aber dadurch, dass ich das nebenberuflich mache und nicht darauf angewiesen bin, hat es mich jetzt nicht so wirklich getroffen. Es ist dann wieder so ein bisschen angelaufen Ende des Jahres. Da werden dann E-Castings gemacht. Das machst du dann zu Hause, bereitest das alles vor. Dann hast du dein Sheet, also das heißt, dass du das ganze Programm durchspielst, was von dir erwartet wird. Und dann schickst du es ab und dann gucken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. So, und das war zum Beispiel das letzte oder das erste Projekt war dann Milka tatsächlich, wo ich dann auch einen Zugriff bekommen habe. Bin dann nach Berlin, das war Ende letzten Jahres, zum Herbst, aber mit allen Corona-Vorkehrungen, die man da einhalten musste. Ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Na gut, das ist ja fein. Ja. Aber du machst ja eigentlich etwas anderes. Kannst du darüber noch mal ein paar Worte verlieren? Ja, ich bin eigentlich Erzieherin. Ja. Und bin jetzt nach Preetz gezogen vor 10 Jahren ungefähr und bin bei meinem Mann jetzt tätig. Und da bin ich sozusagen die Allzweckwaffe in seinem Büro, weil ich ja Architektur nicht studiert habe. Das ist auch eine schöne Nebentätigkeit. Ja, so eine Familienangelegenheit ist ja immer eine tolle Sache. Ja. Ne? Du bist am 2. Januar 1960 in Hamburg geboren. Mhm, genau. Da hat auch deine Jugend verlebt? Nein, da habe ich nicht meine Jugend verlebt. Mein Vater arbeitete bei der IBM. Das ist ja so ein IT-Unternehmen, was eigentlich aus Amerika kommt und eigentlich auch von den IBMern nicht verlangt hat, aber schon es gern gesehen hätte, wenn man ins Ausland geht. Meine Mutter wollte das nicht so gerne. So sind wir in Deutschland geblieben und mehrere Male umgezogen. Also wir sind von Hamburg, wo ich geboren wurde. Die erste Station war Dortmund, da bin ich auch eingeschult worden. Dann ging es weiter nach Düsseldorf und dann ging es weiter nach Stuttgart. Ja. Und dann ging es wieder zurück nach Hamburg. Aha. Ja, und da habe ich letztendlich meine Jugend verbracht. Aber es war schwer genug, weil du immer einen anderen Schulwechsel machen musstest und immer wieder auf das neue Schulsystem einstellen musstest. Damit hatte ich große Probleme. Letztendlich habe ich es ja dann auch irgendwie in Quickborn dann so, da haben wir gewohnt, dann habe ich dann meine mittlere Reife gemacht. Mhm. Ja, und von da aus ging es dann geht es weiter und dann kommen wir noch gleich dazu. Ja. Mhm. Hattest du auch schon in der Kindheit so besondere Neigungen, sportliche oder möglicherweise künstlerische Neigungen? Ja, ich mochte das schon immer gerne. Ich mochte schon immer gerne Sport. Ich mochte schon immer gerne auch die Malerei. Und das ist bis heute geblieben eigentlich. Ja. Wir haben, weil du vorhin fragtest, in der Corona-Zeit haben wir für mich zu Hause ein Atelier gebaut auf unserem Grundstück. Und da male ich sehr großflächige Bilder mit viel Farbe. Ja. Macht mir sehr viel Spaß. Ich bin im Kunstkreis Preetz mit einer Künstlerin, einer namhaften Künstlerin in Schleswig-Holstein, die das betreibt. Ja. Wiebke Grigul. Und das macht mir sehr viel Spaß. Gut. Ja. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Du bist 1977 ins Ausland gegangen. Ja. Da warst du noch verhältnismäßig jung. Mhm. Gab es da einen besonderen Anlass? Da war die Schulzeit schon beendet? Ja, also ich habe dann meine mittlere Reife in Quickborn gemacht. Ja. Als wir dann wieder von Stuttgart nach Quickborn gezogen sind, Schleswig-Holstein. Und ich habe einen Großonkel in Amerika, die kam zu Besuch 1977. Mhm.
und fragt, Mensch Sabine, du bist jetzt fertig mit der Schule, hast du nicht Lust, ein Auslandsjahr bei uns zu machen? Und da habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht, gesagt, das wäre ganz toll. Und war dann ein Jahr in San Francisco bei meinem Großonkel und bin da zur Woodside High School gegangen. Oh. Ab da ein Jahr durfte ich dann die Kultur und alles, was mit Amerika zusammenhängt, durfte ich kennenlernen. Ja. Und das hat mich sehr weit gebracht. So. Das glaube ich gerne. Und das Englisch dann natürlich perfekt. Das Englisch war perfekt. Ja. Das habe ich dann nochmal richtig schön. An ein Jahr warst du da? Ein Jahr war ich da. Mhm. Und dann bist du wieder zurückgekommen, 1978? Richtig, ja. Und dann bist du aber 1979 aus deinem Elternhaus ausgezogen. Ja, richtig. Aber da gab es aber auch einen ganz bestimmten Grund für, ne? Naja, nicht einen ganz bestimmten Grund. Also ich bin dann auf die Fachschule für Sozialpädagogik gegangen. Die dauert 3 Jahre. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich erstmal irgendwie auch mit Menschen zusammenarbeiten wollte, das irgendwie die Praxis erleben wollte. Mhm. Das hat man in einem Studium ja nicht so. Bevor ich eben nach Amerika ging, ist es ja immer notwendig, dass man bei einem Konsulat seine Geburtsurkunde und alles das auch preisgibt. Und meine Mutter war damals mit, ich war ja noch minderjährig. Ja. Und auf der Rückfahrt, auf der Autofahrt, habe ich dann einfach gesehen, dass da ein anderer Name stand. Und da traten natürlich viele Fragen, kamen da hoch und die mir dann aber erst nach der Amerika-Reise gesagt worden sind. Also ich bin dann einfach mit diesem Bewusstsein nach Amerika, wusste eigentlich gar nicht so richtig, was los ist. Und erst danach wurde mir erzählt, was Sache ist. So. Und dann habe ich meinen Vater aufgesucht, habe zu dem Kontakt aufgebaut. Aber ich habe ja auch noch einen älteren Bruder, der wusste davon, aber hat mir das nie erzählt, weil er genau wusste, dass er das geheim halten musste. Aus was für einem Grund auch immer. Wahrscheinlich die Scham, das zu erzählen oder was auch immer dahinter steckt. Achso, du bist bei deiner Mutter oder mit deiner Mutter groß geworden? Nein, also meine Mutter hat dann recht bald nach der Trennung von meinem leiblichen Vater eine neue Beziehung und eine neue Heirat gehabt. Und das ist quasi mein Stiefvater, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja, ist klar, Wie du denn wieder hier warst und dann diese Schulung gemacht hast, hast du auch einen Hochschulabschluss gemacht, ne? Den macht man nach diesen 3 Jahren. Ja, und wo war das denn? Das ist auch in Hamburg gewesen. Das ist auch in Hamburg gewesen. Das das war jetzt beendet. So, jetzt hattest du auch noch einen Abschluss und so und jetzt gab es deinen ersten Job. Mein erster Job, ja. Da war es schwierig zu finden? Oder? Nein, überhaupt nicht. Da habe ich auch mein Praktikum gemacht. Ach so. Das war in St. Pauli. Da habe ich gute sieben Jahre gearbeitet. Das war eine tolle Zeit. Das war Brennpunktarbeit. Das war mitten wirklich mit allen Kulturen, die es da so gibt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Durch Amerika habe ich das ja schon kennengelernt, dass man die Offenheit und Kulturen und dass es gar nicht so schwierig ist, damit umzugehen. Man muss sich darauf einlassen können. Mhm. Und das konnte ich und habe eigentlich so lange da gearbeitet, bis mein erstes Kind dann auf die Welt kam, 1988. Wann war das? 1988 kam mein erstes Kind zur Welt. Ja, aber wir kommen jetzt aber nochmal zu 1981. Ja. Da hast du deine Arbeit dort unterbrochen, wo du warst in St. Pauli und hast eine Auszeit genommen. Gab's denn? Nein, ich habe keine Auszeit genommen. Hast keine Auszeit genommen? Wie lange hast du dann da? 7 Jahre bist du denn da gewesen? Ich bin 7 Jahre da gewesen. Ach so. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Und dann hast du, wie gesagt, Nachwuchs bekommen und dann hast du erstmal eine Auszeit genommen. Dann habe ich aufgehört. So war das. Zu arbeiten. Okay. Richtig. Und dann kam ja relativ schnell das zweite Kind, 1990. Ja. Kam das zweite Kind, dann kam das dritte Kind und ich wollte aber gerne weiter in meiner Berufstätigkeit arbeiten und habe dann eine Pflegetochter aufgenommen. Die war 1,5 Jahre alt und das war dann quasi meine Berufstätigkeit. Ja. Die ist auch bis zum 18. Lebensjahr bei uns geblieben. Dann waren ja mittlerweile schon die anderen Kinder raus. Ja. Und so ist das gewesen. So ist das gewesen. Jetzt kommen wir mal zu 2005. Mhm. Da hattest du irgendwelche bestimmten Kontakte. Was für Kontakte waren das und was hat sich daraus ergeben? 2005, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das war jetzt nach den. Also, jetzt muss ich mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Du hattest aber dann zwischen 2005 oder 2006 hattest du eine bestimmte Phase. Ne? Also, vielleicht willst du darauf zurück, dass mein Sohn erkrankt
Der ist 2009 erkrankt. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. 2006 ist mein Mann ausgezogen. Ach so. Also ich war ja eine Trennung da mit dem gemeinsamen Vater meiner Kinder. Er ist 2006 ausgezogen und 2009 ist mein Sohn erkrankt an einem nicht heilbaren Krebs, an einem Weichteilsarkom, so nennt man das. Und ist dann nach 3 Jahren, also 2012, gestorben. Ja. Ja, und aber so lange haben wir das noch gut alles gemeinsam gewuppt. Schön. Ja, kommt 2013, der braucht jetzt ein bisschen Ruhe, da bist du noch viel gereist, ne? 2013 habe ich ja meinen Mann kennengelernt, meinen zweiten. Ach so. Meine neue große Liebe. Schön. Sozusagen. Ja. In Hamburg beim Elbjazz-Festival in Hamburg. Und bin dann irgendwann, wie es so kommt, dann nach Preetz gezogen. Habe das Haus verkauft, habe dann meine Berufstätigkeit als Erzieherin aufgegeben dort und bin dann nach Preetz gezogen, weil sein Büro auch in Preetz ist als Architekt. Da kann man schlecht das einfach mal kurz eben nach Hamburg umswitchen. Ja, aber mit dem Reisen war das ja doch... Mein Mann liebt Reisen. Ich meine, ich liebe auch Reisen, aber das war damals mit 4 Kindern ja nicht möglich. Nee, nicht klar. So richtig. Wir sind viel nach Dänemark gereist, aber jetzt nicht nach Südamerika und nach Asien. Ja. Und da habe ich nochmal so ein bisschen die weite Welt kennengelernt. Und das war wirklich sehr schön. Wir haben Costa Rica besucht 2-mal und waren auf den Seychellen, Bali. Und ja, das war einfach eine ganz tolle Zeit. Jetzt kommen wir mal zu deinem Nebenjob. Das ist ja auch ganz interessant. Wie hat sich das ergeben? Wie passiert sowas? Ja, das hat sich folgendermaßen ergeben. Meine Tochter, die Erstgeborene, die wurde entdeckt im Altertaler Einkaufszentrum. Das ist in Hamburg, in den Walddörfern, in der Nähe von Poppenbüttel. Und die war aber noch minderjährig und musste ihre Mutter mit zu der Agentur nehmen. Und mitgekommen und da haben die gesagt, Mensch, aber die Mutti ist auch nicht so schlecht. Wenn sie Lust haben, würden wir sie auch gerne mal ablichten. Ja, und habe gesagt, ja, Mensch, habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und so ging das los. So bin ich dann von einer Agentur in die andere getingelt und gekommen. Aber wofür modelst du? Aber nicht Laufsteg, sondern... Nein, nicht Laufsteg, auch nicht Mode, sondern das ist dann zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, für Milka, für Fernsehen. Jetzt habe ich gerade für die Deutsche Bahn einen Dreh gemacht, für die Mecklenburgische Seenplatte. Da war ich 4 Tage unterwegs. Ach, dann Vodafone und verschiedene Arzt-Sachen. Also alles, was so anfällt, was aber nichts mit Laufsteg sonst was zu tun hat. Ja. Das macht Spaß, kann man vorstellen. Das macht unheimlich viel Spaß. Man kommt raus, man ist immer irgendwie in einer netten Crew, es ist lebendig, man ist mit jungen Leuten zusammen und es verbindet einem so ganz viele schöne Dinge. Und die Artikel, die du jetzt bewerbst oder so, die sind immer sehr unterschiedlicher Art? Ja, also ich sitze ja jetzt auch unter anderem hier, weil ich ja bei dem Brigitte Wier-Cover 2-mal gewesen bin und die Kieler Nachrichten sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wäre mal schön, ein kleines Interview mit dir zu machen. Und so war ich ja in den Kieler Nachrichten und so bin ich, glaube ich, jetzt auch hierher gekommen. Ja, deswegen ist das entstanden. Genau. Ja, ganz genau. Mhm, okay. Musst du dich jetzt, du wirst jetzt für ein Produkt ausgesucht. Ja. Musst du dich da großartig vorbereiten oder wird das alles beim Casting gemacht oder kriegst du da Unterlagen, dass man zu dir sagt, so pass mal auf, Frau Neu, das und das hätten wir ganz gerne, dass sie das so in dieser Art bewerben. Mhm. Also vor Corona war es so, dass man immer Castings hatte. Also da musste ich immer zu diesem Casting dann hingehen, wo viele auch andere hingehen. Musste dann einen Fernsehspot drehen oder sonst irgendwas. Und dann hat man nach einer Zeit eine Benachrichtigung bekommen. Oder du hattest die erste Option, das heißt, du warst direkt gebucht. Ja. Da musstest du gar nicht mehr viel machen. Da hast du überzeugt mit den Fotos, die Agentur haben. Dann hast du sofort den Job gehabt. Das kommt auch ab und zu mal vor. Und nach Corona ist es jetzt eigentlich so, oder während Corona war es so, dass du E-Castings machen musstest. Du musstest also zu Hause diese Castings vorbereiten. Mhm. Mit deinem Handy musstest du diese Spots aufnehmen, je nachdem, was sie dir dann gesagt haben, was du machen musst. Da kriegst du so ein ganzes Programm. Dann stellst du dich selber auch vor und schickst das dann alles ab. Ja. Und dann wartest du, ob du genommen wirst oder nicht genommen wirst. Ja.
Aber gut, es schult einen sehr und es bringt einen sehr viel weiter. Am Anfang hat es immer sehr lange gedauert, jetzt dauert es schon nicht mehr so lange, weil ich weiß, was erwartet wird und was man möchte. Es ist zeitlich dann sehr aufwendig, wenn diese Aufnahmen gemacht werden, aber du bist ja gut vorbereitet. Aber es gibt sicherlich auch schon mal so Breaks, dass man sagt, oh nee, das war nicht so ganz gut. Das meinst hätten jetzt, wir doch ein bisschen wenn anders. Wenn es jetzt dann stattfindet? Ja, das ist... Also vielleicht ein paar Wiederholungen, aber das mache ich ja auch manchmal mit einem Partner zusammen, also der auch gebucht ist und dann wird das permanent wiederholt. Aber das ist nicht, weil es nicht geklappt hat, sondern weil die dich auch von allen Seiten gerne sehen möchten und das beste Bild einfangen möchten. Mhm. Das ist ganz normal. Ja. Wo entscheidet so, sind das jetzt Bilder oder sind das jetzt Videos? Das sind sowohl als auch Bilder und Videos. Also die Deutsche Bahn waren ja ausschließlich Videos, kann man momentan auch auf YouTube sehen oder auch im Fernsehen. Ich hab's, Und Bilder eben wie zum Beispiel das Brigitte-Cover oder auf einer Messe oder. Also es sind auch Fotos. Mhm. Aber du sprachst jetzt gerade mit dem Partner, du. Ist ja, also dann wird einer mitgebucht, ab und zu mal. Also wenn jetzt bei der Deutschen Bahn jetzt zum Beispiel, weil das gerade mein letzter gewesen ist, da brauchte ich einfach meinen Partner an der Seite. So, und dann wird das abgedreht. Also die verschiedensten Lokalitäten werden dann aufgesucht. Ach so. Aber du bist meistens alleine, oder? Ich bin meistens alleine, Allein. Mhm. Aber es ist doch schön mit dem Partner, es ist doch ein bisschen einfacher. Ja, ne? Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte ganz viel Spaß. Gut, man weiß ja, dass das in der Werbung viel Geld ausgegeben wird. Und jetzt frage ich dich nicht, was du dafür kriegst, aber es ist auf jeden Fall lukrativ. Ne? Es ist lukrativ und es macht vor allen Dingen Spaß. Also man kommt raus, man sieht mal was anderes, sonst würde man da ja gar nicht hinkommen so. Völlig klar. Und meistens sind das immer sehr große Entfernungen oder ist es immer grundsätzlich Hamburg oder auch schon mal weiter? Berlin, Hamburg und jetzt die Mecklenburgische Seenplatte. Aber ansonsten ist es eigentlich immer so in dem Umfeld. Ich bin jetzt noch in anderen Agenturen und mal gucken, ob wo ich da gebucht werde. Es könnte auch Stuttgart sein. Oder, Da fährst du mit dem Zug dann, oder wie? Genau. Ah ja. Na gut, dann ist ja immer schön reisen, auch noch dabei. Ja, ist eine tolle Abwechslung. Das glaube ich dir gerne. Sabine, jetzt gibt es ja nur noch was du machst. Und wie bist du jetzt erstmal auf die Malerei gekommen? Und dann habt ihr auch sicherlich ein großes Haus, das gesagt hat, irgendwo suche ich mir jetzt hier in unserem Haus einen Raum für ein Atelier, ist es so in etwa richtig? Ja, da habe ich nachgesucht in dem Haus, was nicht klein ist, aber es gab einfach keinen Raum, wo ich mich austoben konnte, weil ich gerne mit Farbe spritze und ordentlich viel Klecker, ich nehme dann keine Rücksicht. Und es kamen dann Überlegungen während Corona, jetzt bauen wir dir einfach mal ein Atelier im Garten und gucken mal, wie weit wir kommen. Und es ist dann tatsächlich auch fertiggestellt worden. Corona hat ja sehr lange gedauert. Es ist ein ganz, ganz tolles, kleines Häuschen geworden, wo ich mich jetzt ausbreiten und malen kann. Ja. Holzhäuschen? Holzhäuschen, ja, mit auch Glas. Mit viel und wie Glas. Groß? Ach, das ist gar nicht so groß. Das ist 3x3 Quadratmeter. Ach so, aber es langt doch, ne? Es langt total. Ich habe alles um mich herum und weite Wege will man dann ja auch nicht gehen. Die Farbtöpfe sind gleich griffbereit. Wie groß sind deine Bilder denn? Ich male gerne sehr groß. Also sehr ich male nicht so in kleinen Formaten, sondern ich liebe es, so 2x2 Meter Leinwände zu haben. Ich hatte auch schon einen Auftrag, das konnte ich selber dann gar nicht dorthin bringen, sondern es musste dann abgeholt werden. Aber ich liebe gerne großflächige Formate und mit viel Farbe und es macht mir einfach sehr viel Spaß. Gut, jetzt muss ich dich immer fragen, was malst du denn? Also du malst keine Menschen jetzt, das weiß ich, aber was malst du und wie läuft einfach sowas ab? Hast du jetzt eine Vorstellung, dass du sagst, ich möchte jetzt, oder kriegst du auch Aufträge? Ja, ich kriege ab und zu mal einen Auftrag. Es ist so, dass mich momentan dieser Maler Roscoe sehr inspiriert. Der malt sehr großflächige und farbflächige Bilder. Und der hat mich sehr inspiriert. Also es sind Aufträge, die machst du manchmal bis zu 100 Mal. Also so habe ich das letzte Bild gemacht. Das ist auch 2x2 Meter groß. Das ist der Auftraggeber wollte das gerne in einem Blauton, dem Meer nachempfunden. Mhm. Und so habe ich ungefähr 100 Aufträge oder mehr gemacht. Das sind dann dünne Farbaufträge, die immer wiederkehren, ein bisschen anders in der Farbzusammenstellung gemischt. Und
Ganz zum Schluss kannst du eigentlich immer so ein bisschen dieses Durchscheinen der unterschiedlichen Blautöne entdecken. Und das ist der Reiz an dieser Art von Malen. Und was kann man daraus jetzt irgendwas erkennen? Was, du machst jetzt Darstellung, das, oder? Das ist jedem Betrachter selber überlassen. Was dass er sich daraus, selbst was aussucht. Dass er da hineinschaut und sich so hinein vertieft in die, in die Farben. Okay, aber wenn du jetzt einen Auftrag kriegst, könnte ich mir vorstellen, da hat er gewisse Vorstellungen, der Auftraggeber. Ja, wie zum Beispiel, ich bin gerne am Meer, ich liebe das Wasser, ich liebe diesen Sonnenuntergang, mach was draus. So, und das war mein letzter Auftrag. Also da machst du jetzt keinen Strand und Meer mit Wasser und so, sondern einfach anders. Genau, einen großflächigen blauen Farbauftrag, der aber ganz viele blaue Nuancen hat. Ach so, ist das. Und auch einen kleinen Sonnenuntergang, aber den sieht man erst, wenn man näher hingeht. Dass man sich da hinein denkt, wenn man das Blaue sieht. Richtig. Wie machst du das? Mit Pinsel oder? Ich spachtel, ich nehme den Pinsel, ich benutze den Pinsel, ich nehme Schwämme unterschiedlichster Art. Wenn ich diesen Farbauftrag mache, dann kommt der Schwamm auch ganz stark in Einsatz. Das mache ich dann, verwische ich dann so lange, bis dieser Farbauftrag dann trocken wird. Ja. Ich nehme den Föhn dazu, damit es mal schneller und mal langsamer geht. Ja. Dann spachtel ich wieder was weg, dann kommen wieder untere Schichten zum Vorschein. So gehe ich an die Sache ran. Ach, so geht's an die. Ja. Ausstellung schon mal gemacht? Oder? Ja, im Moment läuft ja gerade die Ausstellung in Preetz, im Kunstverein, den Wiebke Grigol macht. Da bin ich auch dabei. Na, ist doch gut. Ja. Gut. Also wie gesagt, großflächig. Und die Bilder sind dann groß? Wie groß sind die denn? Ja, 2x2 Meter. Doch, so groß. Ja. Oh, ja. Was kostet denn so ein Bild? Oder kommt immer drauf an? Das kommt immer drauf an. So. Die Preise mache ich dann später. Preise machst du vor Ort. Kommt drauf an, wie viel Farbtuben ich verbrauche. So. Gehst du so auf die Leute an? Gehst du so auf die Leute an? Na? Meinen Sie vielleicht? Oder so? Naja, also einige sagen schon, so, das ist mir das wert. Und deswegen möchte ich dir das auch gerne so geben. Also man hat eine Preisvorstellung, aber letztendlich, was dann dabei rauskommt, ist dann immer... Ja, lässt es mal mit dir handeln. Ne? Ja. Okay. Prima. Okay, das ist jetzt die Malerei. Jetzt kommt noch ein weiteres Thema, was im Moment natürlich ganz fürchterlich ist, und zwar La Palma. Mhm. Ja. Wenn man nur die Bilder sieht, und dann muss ich oft an dich denken, weil ich das ja weiß, und denke, oh Gott, was die da vorhaben, ob da die auch von betroffen sind, dass die Lavamassen das kaputt gemacht haben, was ihr vorhattet, in der gleichen Gegend? Mhm. Nein, ist nicht in der gleichen Gegend. Nein. Ach so. Also wenn man jetzt die Insel kennt, die ist ja quasi so wie ein Zahn gebildet. So. Und das, was da alles momentan stattfindet, ist im südlichen Bereich, also ganz unten. Und wir sind auf La Palma ganz oben. Ja. Da haben wir unser Grundstück vor zwei Jahren gekauft, weil wir suchten nach einer Bleibe, wo wir im Winter ein halbes Jahr sein können. Und ganz stark frequentiert war damals Costa Rica, aber dadurch, dass wir nicht jünger werden und mein Mann kurz nach dem Costa Rica-Aufenthalt einen Bandscheibenvorfall hatte, war uns eigentlich klar, das ist einfach zu weit. Familie sieht man dann sehr selten. Ja, ja. Da haben wir geguckt, okay, was gibt es in Europa? So, was, und da ist uns dann einfach, sind die Kanarischen Inseln aufgefallen, haben dann auch verschiedene besucht und sind dann da hängen geblieben. Und die Insel ist einfach wunderschön. Die hat 40% Wald oder Grün. Ja. Ist eine sehr grüne Insel, Isla Verde. Und ich habe mich total in die Insel verliebt und mein Mann auch. Und und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem Grundstück. Das haben wir dann auch gefunden. Und jetzt läuft alles seinen Gang. Also da ist noch kein Häuschen. Wir haben die Baugenehmigung und das dauert ja immer alles sehr lange, auch in Spanien. Und von daher sind wir aber ganz gut in der Zeit. Das wird schon. Und wir wollen auch dran festhalten. Also wir wollen jetzt nicht wegen des Vulkanausbruches das fallen lassen oder so. Nicht von betroffen? Nein. Okay. Wenn ihr dann jetzt so den Winter rübergeht, sag ich mal ein halbes Jahr, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, wie ist dann die Arbeit jetzt von deinem Mann und von dir? Wird das dann so erstmal weggelegt? Oder? Also ich sag jetzt mal in der Zukunft halbes Jahr hier. Und also erstmal muss ja auch, er ist jetzt, wie alt ist er denn? 58?
Er ist 2 Jahre jünger als ich. Ja. Und er muss natürlich noch ein bisschen arbeiten. Und diese Halbjahr hier und halbes Jahr dort, das ist für die Zukunft gedacht. Also ja, wenn man dann tatsächlich mit 65 in Rente geht. Es sei denn, es kommt jemand und kauft das Büro, dann sind wir natürlich schneller weg. Na gut, guten Preis ist er weg. Genau. Ja. Naja, aber es sind natürlich Zukunftspläne, die ganz interessant sind. Na klar, na klar. Ja gut, La Palma, Kanarische Insel, das ist schon, da gibt es ja eine ganze Menge, aber die sind ja sehr groß. Und La Palma ist, glaube ich, die kleinste, ne? Ja, nicht die ganz kleinste. Es gibt noch El Hierro und La Gomera. Und dann kommt La Palma. Aber La Palma liegt am nächsten an der afrikanischen Küste, ich glaube nur 500 Kilometer entfernt. So. Deswegen ist es da auch so schön warm. Man hat ganzjährig ein warmes Klima da. Aber keine Fährverbindung, sondern nur Flugzeug? Doch, auch Fährverbindung. Auch Fährverbindung? Ja. Ein kleiner Flughafen. Vom Festland aus? Vom Festland. Nein, nicht vom Festland auch. Natürlich kann man, aber meistens fliegt man, glaube ich, nach Teneriffa. Ach so. Und von da aus fährt man dann mit der Fähre rüber nach La Palma. La Palma. Aha. Wir fliegen aber immer von Hamburg direkt, direkt nach La Palma. Und die haben da einen Flugplatz? Klein. Muss man auch nicht bremsen. Ja, wir waren mal auf La Gomera, dann sind wir auf Teneriffa und dann mit der Fähre. Du kannst mich gut daran erinnern. Ja. Okay. Ja, schöne Zukunftspläne hast du. Ja. Schöne Tätigkeiten hast du auch. Du bist so ein glücklicher Mensch. Ja, bin ich. Den Eindruck machst du ja auch. Bin ich. Und wenn das alles so bleibt, ist das ja auch eine tolle Sache. Ne? Ja. Sabine, hast du denn neben deinen vielen Tätigkeiten, die du ja sehr gerne ausübst, gibt es da auch noch ein Hobby oder sind dieses deine Hobbys? Oder also eigentlich ist schon die Malerei mein Hobby. Wir segeln auch noch viel. Wir haben ein Boot in La Bœuf. Da sind wir natürlich auch viel, wenn das Wetter schön ist. Ja. Und machen dann in der dänischen Südsee, Kleiner Belt, machen wir so ein paar schöne Ausflüge. Das macht auch sehr viel Spaß. Ja. Dänemark ist ja auch schön. Ja. Ja. Mhm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Ehrenämter? Ich meine, wenn man jetzt so tätig, so viel ist, so wie du, gibt es natürlich auch so irgendwelche Firmen, die sagen, Mensch, da ist ja jemand, fragst du da einfach mal. Hast du da irgendwie so Nebentätigkeiten noch? Also ehrenamtlich? Ja, ich habe schon drüber nachgedacht, aber das war vor Corona. Dann kam Corona und jetzt bin ich gerade mit dem Hospizverein in Preetz in Kontakt und da möchte ich gerne tätig werden. Ja. Ja, aber das ist jetzt auch alles im Beginn und am Anfang. Genau. So, Corona ist ja nur alles ein bisschen einfacher geworden. Hoffentlich bleibt es so, obwohl die Zahlen ja steigen. Aber ich denke mal, in Zukunft werden wir doch mehr befreit werden. Ich hoffe, Wie ist das denn mit Reisen? Waren wahrscheinlich jetzt bei euch total abgesagt, ne? Das war ja in der Corona-Zeit sowieso. Aber dadurch, dass wir letztes Jahr eigentlich zur Architekturbiennale fliegen wollten, nach Venedig, die ist ja alle 2 Jahre, ist die verschoben worden auf dieses Jahr. Und Flüge waren gebucht, die Karten waren gekauft. Ja. So haben wir das. Ja, ich bin gerade vorgestern zurückgekommen von der Architekturbiennale aus Venedig. Ja. Also das geht aber, ne? Das geht, ja, natürlich. Es war wieder sehr, sehr beeindruckend und sehr schön. Stadt sowieso. Ja, und was ist denn noch so geplant fürs nächste Jahr? La Palma. La Palma, ja. Und dann auch ein bisschen länger, oder? Nein. Es ist immer nur eine Woche, weil wir nach dem Rechten sehen, weil wir zu den Behörden gehen, weil wir einiges auch immer mit den Architekten da besprechen müssen. Mhm. Und das ist alles das muss ja alles geregelt sein. Und mein Mann ist sehr... ist im Beruf sehr eingespannt und deswegen geht es immer nur eine Woche. Und vielleicht, also wenn das dann anfängt, dann kann man ja vielleicht auch mal länger verweilen dort. Oder ich bleibe dann länger da. Ja, oder du. Ja, ganz genau. Hat er das selbst entworfen, das Haus? Dein Mann? Er hat es selbst entworfen. Ja. Oder wir haben es entworfen. Ja, gut, okay, klar. Ja. Aber nicht so groß, oder? Nicht so groß, nein. So groß. Das brauchst du da auch gar nicht, weil das Leben spielt draußen statt und in der Natur. Und du sitzt nicht drin eigentlich. Drin suchst du den Schutz vor Sonne, aber im Prinzip findet alles draußen statt. Ja, gut. Ja. Mhm. Das ist eigentlich praktisch wie im Urlaub nur zum Schlafen, ne? Genau. Oder überwiegend, sagen wir es mal so. Ne? Ist das schon im Bau oder seid ihr immer noch behördlich gegangen? Wir sind immer noch behördlich gegangen. Da ist noch nichts passiert. Also eine Baugenehmigung haben wir. Ja. Aber wir haben noch ein zweites Projekt. Das sind 2 Pajeros, die da auf dem Grundstück stehen. Das sind alte Steinhäuser, die damals von den Pajeros, von den Palmeros gebaut worden sind. Die dürfen umgebaut werden. Dafür haben wir jetzt die Baugenehmigung. Aber das ist sehr eingeschränkt und für eine touristische Nutzung, so ist das, können wir noch ein zweites Gebäude bauen. Das wird aber sehr klein dann
sein. Ja. Naja, das wird ja alles noch ein bisschen dauern, ne? Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja auch noch Zeit. Ne? Ja, ja, also genau. Es ist ja, aber es eilt ja jetzt nicht. Eben. Also Materialien müssen alle vom Festland kommen, ne? Naja, und jetzt, wo der Vulkanausbruch da ist, wird sowieso alles wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Das Zementwerk, so wie ich das gehört habe, ist auch zerstört worden durch den Lavastrom da. Also es ist ein bisschen dramatisch. Ja, Material ist auch ein Problem. Ne? Ja. Ja, das wird immer schlimmer werden, denke ich mal. Mal gucken, wie es geht. Ja, ja. Okay, müssen wir gucken, wie das wird. Ja, wollen wir mal schauen. Wunderbar. Schönes, nettes Gespräch mit dir über deine ganzen Tätigkeiten. Ja. War ganz toll. Jetzt brauche ich aber noch von dir ein Highlight aus deinem Leben. Ja. Irgendein, aber bitte möglichst kein familiäres. Ach Gott, ja, das hätte ich jetzt so spontan gesagt. Also eigentlich dann gut meine zweite Liebe. Mein zweites Glück. Ja, gut, okay. Ja. Da habe ich Verständnis für. Ja, hast du Verständnis. Okay, das ist natürlich auch ein besonderes Highlight. Das, ja, das war. Und vor allen Dingen gut getroffen auch. Gut, ne? getroffen, ja. Prima. Mhm. Gut, Sabine, dann sage ich Dankeschön halt an deinem Glück fest. Das mache ich. Ich wünsche euch für La Palma natürlich alles, alles Gute. Ja, können wir gebrauchen. Und bleib du gesund und dein Mann natürlich auch. Und wie gesagt, für die Zukunft, ihr macht das schon alles richtig. Und schöne, schöne Jahre noch dann, wenn ihr soweit seid. Und sagt so, jetzt macht unser Berufsleben, macht jetzt mal Stopp. Mhm. Und jetzt machen wir mal ein bisschen auf La Palma. Genau. Sehr schön. Alles Gute. Herzlichen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Mhm. Tschüss. Tschüss. So, meine Damen und Herren, das wollen wir jetzt mal La Palma modeln und malen. Und das war ja eine ganze Menge, die wir hier zu verkraften haben. Und in der nächsten Woche habe ich mal wieder Musiker, Gottfried Koch, ein ganz bekannter Musiker, der auch sehr tolle Aufnahmen macht, europaweit fährt mit einem ganz, ganz tollen Studio. Er nennt sich natürlich auch Producer. Und also auch, wie gesagt, ein ganz, ganz toller Musiker, spielt 5 Instrumente. Schauen wir einfach mal, was er uns zu erzählen hat. Und da freue ich mich drauf, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und bis dahin sage ich für heute, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und bleiben Sie gesund. Tschüss.